Ja, meine Damen und Herren, ich habe auch nicht gedacht, dass es ein so historischer Tag wird, an dem ich heute hier rede, weil ich nicht erwartet hatte, dass England wirklich aussteigt. Aber es ist ausgestiegen und ich neige nicht zu Übertreibungen, aber das ist sozusagen ein Signal, ein Warnsignal, das niemand überhören sollte. Es ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die sich da anbahnt und wir müssen alle gemeinsam hoffen, dass Einsicht sich zeigt in vielen Fragen, die ich heute sowieso ansprechen wollte. Insofern passt es auch sehr gut zum Brexit, denn wir müssen ja uns die Frage stellen, warum passiert so etwas? Warum steigt ein Land wie England aus einer Europäischen Union aus, die wir doch die meisten von uns für eine große Errungenschaft halten, die aber sich in den letzten Jahren leider in vieler Hinsicht in die falsche Richtung entwickelt hat? Nun ist England nicht in der Europäischen Währungsunion, aber wir haben eine Europäische Währungsunion. Und dieser Europäischen Währungsunion haben wir seit 5 Jahren Krise, ohne dass wir diese Krise überwinden können. Wir haben eine, ich werde es gleich zeigen, eine schwere Wirtschaftskrise in ganz Europa, England noch am wenigsten betroffen. Und wir sind nicht bereit, das anzuerkennen, zu sehen, was da schiefläuft. Ja, und das ist das Allerschlimmste, wir reden nicht einmal darüber. Und wenn Sie sich anschauen, wie in den vergangenen Tagen, und das habe ich schon vor ein paar Tagen für sehr bedenklich gehalten, wie man Propaganda gemacht hat gegen den Brexit, wie die Europäer versucht haben, den Engländern zu sagen, ist doch alles gut, bleibt hier, und der Spiegel hat eine ganze Ausgabe gemacht in Englisch, bleibt bei uns. Da hat man, glaube ich, fundamental missverstanden, um was es geht. Die Menschen stimmen nicht ab über bestimmte konkrete Entscheidungen. Es geht auch nicht um die Bürokratie in Brüssel, die immer wieder da hervorgehoben wird. In unseren Medien gibt es ja praktisch nur die Bürokratie in Brüssel, die das Problem ist. Nein, viele Menschen haben ein ganz klares und gutes und richtiges Gefühl dafür, dass in Europa etwas schiefläuft. Dass in Europa etwas grundlegend schiefläuft, und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, und zwar ehrlich und offen auseinandersetzen. Sehen Sie die Art und Weise, wie wir Griechenland gemanagt haben, sozusagen. Glauben Sie, das bleibt ohne Wirkung im Rest der Welt? Es bleibt eben gerade im Mutterland der Demokratie, kann es nicht ohne Wirkung bleiben. Ein Volk entscheidet sich gegen eine bestimmte Maßnahme und 3 Tage später setzt Europa durch, dass alle diese Maßnahmen kommen. Klar, wir sind ja stark, die anderen sind schwach. Nur das ist die Folge. Und der Brexit als solcher ist nicht so dramatisch. Das wird jetzt viele Verhandlungen geben und die Engländer werden dann hinterher so sozusagen in die Schweizer Position kommen. Sie werden alles das, was sie jetzt multilateral abgesichert haben, wo sie mitentschieden haben, multilateralen Verträge Europas, werden sie jetzt bilateral verhandeln. Schweizer verhandeln ja auch seit Jahrzehnten bilateral. Die Schweizer fühlen sich dabei unglaublich souverän. Sind aber überhaupt nicht souverän, weil sie alles nachmachen, was die Europäer vormachen am Ende. Heute Morgen habe ich einen dieser Engländer gehört von Nigel Farage, UKIP. Der hat gesagt, we are free traders. Klar. Das Erste, was sie jetzt wollen, ist Freihandel mit Europa weiter aufrechterhalten. Aber das Zweite, was er gesagt hat, ja, aber but immigration has to be stopped. Aber wenn sie nur eine Sekunde nachgedacht hätten, hätten sie gemerkt, dass es gar nicht geht. Denn das ist genau das, worüber die Europäische Union, die Kommission mit der Schweiz in dramatischer Weise verhandelt, weil die Schweizer ja auch sagen, wir wollen die bilateralen Verträge mit der EU, wir wollen das alles haben, Freihandel natürlich, aber Einwanderung nein, das wollen wir auf keinen Fall. Nur ist die Europäische Union nicht verrückt und sagt, nein, wenn ihr Freihandel haben wollt, dann müsst ihr natürlich auch die übrigen Bedingungen des Freihandels, eben auch freie Bewegung von Arbeit annehmen. Also da gibt es unglaublich viele Illusionen, jetzt auch auf der englischen Seite, was man da alles machen kann. Am Ende werden sie ganz wenig machen. Sie werden sehen, dass sie alles das nachmachen, was Europa macht, nur sie entscheiden nicht mehr mit. Das ist jetzt das, was sie erreicht haben. Aber das ist nicht das Schlimme, wie gesagt. Das ist nicht der eigentliche Punkt. Der eigentliche Punkt geht tiefer. Der eigentliche Punkt ist, dass hier zum ersten Mal ein Land entscheidet, aus der EU auszutreten, und das gibt ein Signal. Es gibt ein ganz fürchterliches Signal für andere Länder. Ich lebe seit 15 Jahren in Frankreich, kann ich sagen. Die Stimmung in Frankreich ist katastrophal hinsichtlich Europa. Sie sehen das ja an den Wahlergebnissen für den Front National. Aber noch viel schlimmer ist Italien.
Ich war in den letzten 3 Monaten ein paar Mal in Italien. Ich kann Ihnen sagen, dort ist eine explosive Stimmung, die ist unvorstellbar. Und die ist antieuropäisch. Wir machen uns nichts vor. Da können wir 100-mal sagen, die neue Bürgermeisterin von Rom ist ja aus einer Protestpartei. Nein, es ist keine Protestpartei, es ist eine antieuropäische Partei. Und es wird auch bei uns nicht zur Kenntnis genommen. Ich habe in Deutschland in den letzten Tagen 3-mal Nachrichten gesehen. 3-mal haben sie über diese Wahlberichte, haben immer gesagt, eine Protestpartei. Ja, wogegen protestieren die denn? Gegen Europa. Und das müssen wir begreifen. Wenn wir das nicht begreifen, wenn wir uns nicht offen damit auseinandersetzen, was da schiefgelaufen ist in Europa, dann kann ich Ihnen sagen, werden wir über andere Exits reden und es werden andere Exits kommen, die viel, viel schlimmer sind, die unendlich viel schlimmer sind als das, was jetzt passiert ist. Und das ist die eigentliche Gefahr. Das will ich Ihnen ein bisschen vorführen. Europa geht's doch gut, ne? Sie sind da Menschen aus der Industrie. Deswegen habe ich mal als Indikator für die europäische Konjunktur die Industrieproduktion genommen. Europa geht's doch prima. Ja, schauen Sie das an. Die europäische Industrieproduktion ist seit 2011 im Rezessionsmodus. Ne? Seit 2011 haben wir die blaue Linie, schauen Sie an, die rote Linie, EWU insgesamt. Die EWU insgesamt ist jetzt noch nicht über dem Niveau, wo sie 2011 war in der Industrieproduktion. Übrigens, alle Zahlen, die Sie über Bruttoinlandsprodukt hören, müssen Sie immer bedenken, das sind alles berechnete Zahlen. Ne? Das sind gerechnete Zahlen. Vergessen Sie das nicht. Das ist eine erhobene Zahl. Wenn Sie wunderbare Zahlen über Bruttoinlandsprodukt hören, müssen Sie immer denken, ach, da hat ein Statistiker gesessen, hat da was zusammengerechnet. Ne? Hier ist eine erhobene Zahl und die ist ganz eindeutig. Es ist nichts in Europa, es passiert nichts in Europa. Und schauen Sie dann Italien an, ein Land wie Italien. Ja, was sollen denn die Menschen in Italien sagen? Gucken Sie mal an. Seit 2011 ist Italien in der Rezession. 5 Jahre Rezession in Italien. 5 Jahre. Und? Nehmen wir das zur Kenntnis? Sind wir bereit, darüber zu reden? Fragen wir uns, was machen wir falsch? Oder sind die Italiener jetzt nur plötzlich blöde und sind nicht mehr in der Lage, irgendwas zu produzieren oder was? Und in Frankreich genauso. Auch in Deutschland ist es nicht toll. Da ist überhaupt nichts toll an dieser Entwicklung. Es ist auch Stagnation praktisch seit 2011. Österreich ist übrigens nicht besser. Stagniert auch seit 2011. Ja, aber schauen Sie unsere Medien an. Jetzt müssen Sie unsere Medien anschauen, ne? Müssen Sie unsere Medien anschauen und schauen, was die darüber reden, wie sie darüber schreiben und wie man darüber redet. Und da werden Sie sehen, dass es eine totale Ignoranz gibt. Man darf da nicht hingucken, man darf nicht darüber reden, man darf es nicht sagen. Weil man könnte ja schlafende Hunde wecken. Gestern Nacht sind ganz viele schlafende Hunde aufgewacht. Und es werden noch viel mehr schlafende Hunde aufwachen, weil wir nicht begreifen, dass wir etwas fundamental falsch machen. Fundamental falsch machen. Und dann, wir haben ja in Deutschland und Österreich auch seit langer Zeit 4 Ziele für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Wir haben 4 Ziele. Wir wollen Wachstum haben, haben wir nicht. Wir wollen Preisstabilität haben, eine Inflationsrate von 2%, haben wir definiert als Preisstabilität. Sie sehen, was wir haben, Deflation, haben wir nicht. Warum haben wir Deflation? Weil Herr Mario Draghi versagt oder warum? Auch darüber denken wir so wenig nach. Ne? Warum hat dieses Europa Deflation? Und dann haben wir noch ein anderes Ziel, was ja auch nicht unwichtig ist, Arbeitslosigkeit. Und Arbeitslosigkeit haben wir in Europa auch in ganz großem Maße. Und sehen Sie auch hier das totale Versagen der europäischen Wirtschaftspolitik im Vergleich zur amerikanischen. Schauen Sie an, die Krise, über die wir alle geredet haben, 2008 war 2008 und 2009. 2009 war die Krise zu Ende. Die Amerikaner haben Wirtschaftspolitik gemacht, die dazu geführt hat, dass die Arbeitslosigkeit dramatisch gesunken ist. Was in Europa? Es geht ein bisschen runter, weil die Leute sich nicht mehr arbeitslos melden. Das ist der einzige Grund. Ja, wir haben die schlechteste wirtschaftliche Entwicklung. Sie müssen das zur Kenntnis nehmen. Man muss sich diesen Fakten stellen. Wir haben die schlechteste wirtschaftliche Entwicklung nach einer Rezession, die es jemals in der jüngeren Geschichte, jedenfalls in den letzten 100 Jahren so ungefähr in Europa und in der ganzen Welt gegeben hat. Und, reden wir darüber? Sagt jemand, da hat aber die deutsche Wirtschaftspolitik, die ja führend ist in Europa, fundamental versagt? Sagt jemand, der Herr Schäuble hat keine Ahnung, von was er redet? Nein, niemand sagt das. Alles gut, alles in Ordnung. Kein Problem. Uns geht's ja gut.
Und dann kommen sie zu dem entscheidenden Punkt. Uns geht es ja gut. Österreich ist jetzt nicht dabei, aber Österreich, wissen wir, ist die Arbeitslosigkeit auch nicht so toll. Aber Sie sehen, das ist die große Divergenz, wie ich das genannt habe. Uns geht es ja gut, Deutschland geht es ja gut. Was die anderen machen, ist deren eigene Schuld, oder? Haben wir nichts mit zu tun. Selbst wenn es so wäre, meine Damen und Herren, selbst wenn es so wäre, dass wir nichts damit zu tun haben, ginge es uns trotzdem was an. Dann könnten wir immer noch nicht so tun in diesem Europa, als hätten wir damit nichts zu tun, dass die anderen Länder vollkommen unfähig sind, ihre Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Selbst wenn wir nichts damit zu tun hätten, aber wir haben damit zu tun. Sehen Sie, wenn man einen Ökonomen von einem fremden Planeten einfliegen würde und würde ihm dieses Bild zeigen, würde ihm erklären, dass diese Länder, guck mal, diese Länder haben zusammen eine Währungsunion gemacht. Was würde der wohl sagen? Ich kann Ihnen sagen, was der sagen würde. Er würde sagen, da läuft etwas fundamental schief. Weil so kann man nicht Währungsunion machen. Schon so kann man nicht Währungsunion machen. Die einen reduzieren ihre Arbeitslosigkeit die ganze Zeit und die anderen haben dauernd hohe Arbeitslosigkeit, kommen nie runter. Da muss etwas fundamental schieflaufen. Nur, wir wissen ja, was schiefläuft. Die anderen sind nicht so tüchtig wie wir, oder? Das ist es doch. Wissen wir doch alle. Stimmt leider nicht. Ich will ein paar Dinge zeigen, die so dem Mainstream in der Ökonomie widersprechen, die aber empirisch fundiert sind. Ich werde Ihnen noch ein paar Zusammenhänge erklären, die nichts mit Theorie zu tun haben übrigens, nichts mit ökonomischer Theorie, sondern mit Buchhaltung, mit makroökonomischer Buchhaltung. Und dann müssen Sie sich fragen am Ende, warum habe ich das noch nie gehört? Sehen Sie, wir reden alle über Deflation. Deflation, Inflation, woher kommt das? Da haben wir alle ein klares Vorurteil. Deflation, Inflation kommt vom Geld, oder? Wenn zu viel Geld da ist, gibt es Inflation. Wenn zu wenig Geld da ist, gibt es Deflation. Ah, stimmt das? Ist jetzt gerade zu wenig Geld da? Was macht der Mario denn? Macht er gerade zu wenig Geld, dass wir Deflation haben? Woher kommt denn die Deflation? Sehen Sie, das ist das erste unserer Vorurteile, was fundamental falsch ist. Inflation, Deflation haben nichts mit Geld zu tun. Tja, jeder gute Student der Volkswirtschaftslehre lernt das aber schon im zweiten Semester. Quantitätsgleichung, Geld entscheidet über Inflation. Das war fundamental falsch. Warum haben wir Deflation? Sie können es leicht hier sehen. Gucken Sie mal an. Das sind die Lohnstückkosten. Das sind nicht Löhne, sondern Lohnstückkosten. Das sind Löhne im Verhältnis zur Produktivität. Ne? Was furchtbar einfach ist. Kennen Sie auf der Betriebsebene bestimmt auch. Gesamtwirtschaftlich gerechnet für alle diese Länder über einen sehr langen Zeitraum, 70 bis 2013. Und sehen, es gibt einen extrem engen Zusammenhang zwischen Inflation und diesen Lohnstückkosten. Das ist das eine, was Sie sehen. Wenn Sie mal genau hinschauen, hinten kann man das vielleicht nicht sehen, da gibt es ein komisches Land, das heißt Westdeutschland. 1970 bis 91, das ist ungefähr in der Mitte. Haben wir hier einen Pointer? Nee, Pointer ist nicht mehr. Egal. Das liegt da in der Mitte irgendwo. Und dann gibt es ein anderes komisches Land, das heißt Deutschland, 1991 bis 2013, liegt da unten. Und daran sehen Sie schon, was passiert ist. Wir haben Deflation. Wo kommt die Deflation her in Europa? Und sie kommt aus Deutschland. Schrecklich, oder? Die Deflation in Europa kommt aus Deutschland. Ja, ich sage das so brutal, weil wir müssen den Dingen ins Gesicht sehen, gerade an einem Tag wie heute. Wenn wir jetzt nicht begreifen, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, was schiefläuft in Europa, dann werden wir eine Explosion in Europa erleben, die uns alles um die Ohren haut, was uns lieb und teuer ist. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, der Zusammenhang ist furchtbar einfach und furchtbar klar. Löhne in Relation zur Produktivität entscheiden über die Inflation in allen Ländern der Welt. Gilt für alle Länder der Welt, immer für lange Fristen natürlich nur, aber gilt für alle Länder der Welt. Das ist das Wichtigste, was wir begreifen müssen. Wenn wir also die Löhne dauernd senken, was passiert dann? Und dann sinken auch die Preise irgendwann. Ganz einfach. Weil die Produktivität bewegt sich nicht so sehr viel. Das Variable bei den beiden Löhne und Produktivität sind die Löhne, die Nominallöhne. Und dann können wir uns ja anschauen, was passiert ist in Europa.
sind sie in der Europäischen Währungsunion. Weiß doch jeder, was passiert ist. Die einen sind tüchtig, die anderen sind untüchtig. Aber das stimmt überhaupt nicht. Es hat auch mit der Währungsunion überhaupt nichts zu tun, ob einer tüchtig oder untüchtig ist. Wir haben uns auf eine Währungsunion geeinigt im Jahr 1999, wo wir gesagt haben, wir wollen ein Inflationsziel von 2% erreichen. 2% war die Idee, die alle hatten, das war das deutsche Inflationsziel, was alle anderen Länder übernommen haben, weil sie gesagt haben, gebt den Deutschen ihr Inflationsziel. Und dann haben sie alle geglaubt, wir müssen jetzt nur eine EZB haben, die wird dann schon dafür sorgen, dass dieses Inflationsziel für immer eingehalten wird und gar kein Problem entsteht. War leider fundamental falsch, weil eben der Zusammenhang zwischen Geld und Inflation nicht gilt. Insofern ist auch der gesamte Maastricht-Konstruktion falsch. Ist grundlegend falsch, weil sie auf dem falschen Pfeiler sozusagen steht. Wenn Sie ein Haus bauen, was auf einem schwachen Pfeiler steht oder einem falschen, einem schlecht konstruierten Pfeiler, nun, irgendwann wird es zusammenbrechen. Keine Frage. Und Sie sehen, wir haben ein Inflationsziel von 2% vorgegeben und dann schauen wir uns die Lohnstückkostenentwicklung jetzt als Index hier abgebildet, 1999 gleich 100, an. Und da sehen wir etwas furchtbar Einfaches. Es gibt Länder, die sind über die Stränge geschlagen. Ne? Man sieht die schrecklichen Südeuropäer, Griechenland, Spanien vor allem, Italien auch. Die haben zu hohe Lohnstückkosten gehabt im Verhältnis zu dem Inflationsziel. Und dann gibt es ein Land, was es genau richtig gemacht hat. Das heißt aber komischerweise Frankreich. Ne? Ja, es heißt Frankreich, es heißt nicht Deutschland. Und da gibt es da komischerweise da unten ein Land, was machen die da unten? Das blaue Linie, Deutschland. Es war das deutsche Inflationsziel, was, wie gesagt, was man beschlossen hat. Österreich liegt übrigens so zwischen Deutschland und Frankreich, genau in der Mitte ungefähr. Es war das deutsche Inflationsziel, was man beschlossen hat. Und was haben die Deutschen gemacht, sobald das Inflationsziel beschlossen war? Sie sind da drunter gegangen. Und zwar mit den Löhnen, meine Damen und Herren, mit den Löhnen. Ich zeige es gleich nochmal. Mit den Löhnen sind sie darunter gegangen. Sie haben nicht ihre Produktivität erhöht. Mit der Produktivität hat es nämlich gar nichts zu tun. Weil Inflation entscheidet sich ja von Löhnen im Verhältnis zur Produktivität. Wenn einer eine hohe Produktivitätszuwachsrate hat, dann muss er eben auch hohe Löhne haben. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn einer keine Produktivitätszuwachsrate hat, darf er auch keine Löhne haben. Furchtbar einfach. Wenn die einen immer am Strand liegen wollen und Rotwein trinken, ist auch gut. Dann haben sie keine Produktivität und dann kriegen sie auch keine Löhne. Wenn die einen super tüchtig sind, kriegen sie auch Löhne dafür. So einfach ist Währungsunion, sind sie mal. Hat mit Tüchtigkeit überhaupt nichts zu tun, weil es geht ja nur um die Inflation. Was denn Währungsunion? War ja nicht der Beschluss, wir wollen nur alle gleich, wir wollen nur alle Deutsche werden oder wollen alle Griechen werden oder Franzosen werden. Nein, es geht nur darum, dass wir ein gemeinsames Inflationsziel haben und eine gemeinsame Zentralbank. Das ist in Währungsunion. Und sehen Sie, meine Damen und Herren, das haben wir nicht hingekriegt. Wir haben es nicht hingekriegt. Und was passiert, wenn so diese Kurven so auseinanderlaufen? Und das kann ich Ihnen auch sagen. Die können Sie nämlich lesen wie einen absoluten Preis. 1999, wenn Produkte, die in Frankreich und in Deutschland 1999 das gleiche gekostet haben, sagen wir 100 Euro, nun, die kosten jetzt in Frankreich 130 Euro und in Deutschland kosten sie 115 Euro. Und? Das wissen auch, weiß auch jeder gute Betriebswirt, was passiert dann? Tja. Die billigen Produkte werden gekauft. Die sind ja auch noch gut, ist ja auch in Ordnung. Aber sie sind da billig, sind da plötzlich 20% billiger, als sie sonst gewesen wären. Der deutsche Mercedes ist nur 20% billiger, als er wäre. Es hat mit der Qualität überhaupt nichts zu tun. Er ist einfach 20% billiger bei gegebener Qualität. Und was kaufen die Franzosen? Ja. Doch klar. Und wir wundern uns darüber. Und dann ist aber gut, ne? Wenn die deutsche Autos kaufen, ist ja gut. Österreicher Zulieferer für deutsche Autos. Doch gut. Ja, das ist super. Das einzig kleine Problem dabei ist, dass wir, achso, das ist übrigens nochmal zur grafischen Darstellung, der größte Überbieter und der untere Bieter, zwei auf dem falschen Weg. Ne? Aber das wollte ich eigentlich nicht zeigen, da komme ich gleich zu. Sehen Sie, was daraus folgt, ist aber furchtbar einfach. Was ergibt sich daraus, wenn die einen immer die Güter des anderen kaufen, der andere aber nicht die Güter des einen? Schulden. Ne? Derjenige, der die guten deutschen und billigen deutschen und österreichischen Produkte kauft, ja, wie kauft er die denn?
Er kauft sie eben nicht dadurch, dass er eigene Produkte verkauft. Ne? Eigentlich kauft man in den wirtschaftlichen Zusammenhängen immer nur etwas mit etwas Realem. Geld ist Schall und Rauch sozusagen. Aber das stimmt hier nicht, sondern sie haben Güter gekauft mit Geld. Nämlich mit Kredit. Sie hatten ja kein Geld. Wo soll sie das Geld hernehmen? Wir haben ja zu wenig bei ihnen gekauft. Also mussten sie sich Geld leihen, um die deutschen Güter zu kaufen. Ist doch toll. Ja, die machen Schulden. Sehen Sie, das kommt hier zum Ausdruck. Österreich liegt wieder so in der Mitte. Und vor allem bis zum Beginn der Krise, also Österreich liegt zwischen Deutschland und der Nulllinie irgendwo in der Mitte. Oder noch ein bisschen drunter, wie hoch ist der Überschuss? 2,5%, 3%. Also Österreich ist immer nicht ganz so schlimm wie Deutschland, ne? Sagen wir mal so. Nur halb schlimm. Halb so schlimm. Und jetzt komme ich aber nochmal zurück. Ich will Ihnen das nochmal im Verhältnis Frankreich-Deutschland zeigen. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen, das war nur als Gag. Sehen Sie, im Verhältnis Frankreich-Deutschland, das ist ja furchtbar einfach. Wir wissen ja alle, Frankreich ist ein extrem unproduktives Land, weil die einen riesen Staatsanteil haben, 56% Staatsanteil, so viele Beamte, da wird man verrückt. Und die müssen sich jetzt ja flexibilisieren, der Hollande macht das ja auch, der ist ja ein braver Schüler. Er muss sich natürlich flexibilisieren, endlich so gut werden wie wir. Und sehen Sie, jetzt habe ich mal die Lohnstückkosten aufgespalten im Verhältnis Deutschland-Frankreich. Sehen Sie die Produktivität und Sie sehen die Löhne. Und wir wissen ja alle, Deutschland ist im Verhältnis zu Frankreich einfach tüchtig. Ne? Und jetzt schauen Sie einfach mal auf die orangene Linie für einen Moment, wenn ich so hin und her gehe. Und, was sehen Sie? Ja, die orangene Linie ist völlig gleich. Die Produktivität hat sich vollkommen gleich entwickelt. Übrigens absolut gesehen die Produktivität in Frankreich höher als in Deutschland, pro Stunde gerechnet. Höher als in Deutschland. Das nur so als kleine Anmerkung. Was unterschiedlich ist zwischen den beiden Ländern, sind die Löhne. Warum? Weil in Frankreich sind die Löhne gestiegen wie die Produktivität plus 2%, nämlich das Inflationsziel von 2%, in Deutschland nicht. Das ist alles. Das ist alles. Alles andere ist Illusion. Alles, was Ihnen andere Leute erzählen, was Ihnen sonst erzählt wird über Frankreich, ist alles unwichtig. Ja, es spielt keine Rolle. Das ist der entscheidende Unterschied. Da ist ein Riesenunterschied, das ist vollkommen unbestreitbar. Aber wir wissen jetzt auch, warum dieser Unterschied da ist. Nicht, weil die Deutschen so tüchtig waren, sondern weil sie ihre Löhne nicht erhöht haben, ganz einfach. Und warum haben sie die Löhne nicht erhöht? Ja, auch nicht aus Jux und Dollerei. Nicht, weil die deutsche Gewerkschaft plötzlich keine Lohnerhöhung mehr wollte. Nein, weil der Staat massiv Druck gemacht hat auf die Löhne. Hartz IV, Agenda 2010 und so weiter. Es war ein staatlicher Eingriff in die Lohnbindung, der dazu geführt hat, dass Deutschland plötzlich in der Währungsunion so wettbewerbsfähig geworden ist, um es ganz klar und deutlich zu sagen. Ein staatlicher Eingriff in die Lohnbindung. Damit niemand hinterher sagt, aber es gibt doch Tarifautonomie. Nein, es gibt keine Tarifautonomie, Illusionen. Es gab jedenfalls keine in der Zeit. Und es gibt heute auch keine. Ja, und sehen Sie, ich will Ihnen das nochmal zeigen, die deutsche Lohnlücke. Oben diese beiden Kurven ist das, wie die deutschen Löhne hätten steigen sollen. Und die blaue Linie darunter ist, wie die deutschen Nominallöhne gestiegen sind. Und das ist das Problem in Europa, ganz einfach. Das ist das europäische Problem, furchtbar einfach. Und wer redet darüber, Deutschland oder Österreich? Sie müssen sich immer diese Frage stellen, warum reden wir nicht darüber? Wir leben doch in einer offenen Gesellschaft mit freien Medien, mit allem, jeder Freiheit, die man sich nur denken kann. Aber warum dürfen wir nicht darüber reden? Sehen Sie, wir können noch 10 Jahre schweigen. Und dann wird die Europäische Währungsunion und die Europäische Union insgesamt auseinanderbrechen. Wir werden es immer noch nicht verstanden haben. Das ist das, was man gerade heute sagen muss. Denn in England wird das diskutiert. Glauben Sie mir, in England wird das diskutiert. Der Chefkommentator der Financial Times hat vor 14 Tagen einen Aufsatz geschrieben. Der hatte eine ganz einfache Überschrift. Die hieß, Deutschland ist schuld an der Krise der Währungsunion. Furchtbar einfach, ne? Nur wenn wir immer sagen, nein, wir haben nichts damit zu tun, es sind immer die anderen, die alles falsch gemacht haben. Die Schuldner sind schuld, die Defizite haben, die sind schuld. Ja, dann werden die Menschen irgendwann begreifen, dass es so nicht geht. Selbst wenn wir recht hätten, geht es nicht so, dass wir immer nur die anderen beschuldigen und sagen, wir haben alles richtig gemacht. Aber wir haben ja nicht recht. Wir haben nicht mal recht. Und ich kann Ihnen auch erzählen, dass es in Italien inzwischen auch verstanden wird.
wird hundertprozentig verstanden in Italien. Österreich, ja, das ist jetzt ein bisschen andere Darstellung der Wettbewerbsfähigkeit. Es hat seit Mitte der 90er Jahre, ich habe ein langes Gutachten darüber geschrieben für die Schweizer Sozialdemokraten, seit Mitte der 90er Jahre, seit 1995 hat es drei Länder gegeben, die massiv versucht haben, ja, Merkantilismus zu betreiben, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und damit gegenüber dem Rest der Welt zu punkten. Und diese drei Länder heißen Deutschland, Österreich und Schweiz. Wie das für die Schweiz geendet ist, sehen Sie hier schon. Die Schweiz hat es nicht lange durchgehalten, weil sie einen Wechselkurs haben, weil dieser Wechselkurs aufgewertet wurde, weil es unter unglaublichem Druck stand, diesen Wechselkurs aufzuwerten, und dann ist es passiert und die Schweizer Wettbewerbsfähigkeit ist futsch. Aber die Deutschen und die Österreicher haben ja noch die Währungsunion, die sie vor einer Aufwertung beschützt. Noch, wie gesagt, noch. Sie müssen sich fragen, wie lange noch? Und ob sie ihre Investitionsstrategien, wie sie die ausrichten, wenn im Mai 2017 Marine Le Pen gewählt wird. Vielleicht wird sie noch nicht gewählt. Aber dann kann ich Ihnen sagen, dass im Januar 2018 wird jemand namens Beppe Grillo oder Matteo Salvini wird Italien an der Macht sein. Und dann ist es auch zu Ende. Es ist nicht mehr so unheimlich viel Zeit. Ne? Muss ich nicht einreden, wir haben jetzt noch 10 Jahre, um das alles zu korrigieren. Nein, wir haben so ungefähr 3 Monate. Ja, das hatten wir schon. Dann kommen diese Salben da raus. Jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Thema, aber meine Zeit ist gleich vorbei. Schade. Die einen verschulden sich und die anderen, ja, was machen die anderen? Die sparen. Ne? Das will ich Ihnen noch ein bisschen systematischer mal zeigen an den sogenannten Finanzierungssalden. Das ist jetzt Buchhaltung. Ne? Glauben Sie nicht, dass es Theorie ist. Keine ökonomische Theorie, ist nicht meine Meinung, ist nichts, reine Buchhaltung. Ermittelt von der Europäischen Kommission und von der Deutschen Bundesbank im Falle Deutschlands. Die Zahlen sind nicht meine. Aber die Zahlen sind schrecklich. Ne? Wenn du einen Augenblick darüber nachdenkst, was da vorgeht, dann sind diese Zahlen schrecklich. Dazu muss ich Ihnen eines sagen, was hier abgebildet ist, sozusagen die Finanzierungssalden, also das Sparen oder das Verschulden der ganzen Welt. Weil da sind alle anderen Länder dabei und Deutschland. Das ist also die ganze Welt. Und um wie viel verschuldet sich die Welt so ungefähr pro Jahr? Ja, die Welt verschuldet sich überhaupt nicht. Bei wem soll sie verschulden? Die Schulden der Welt sind null. Weil sie hat ja niemanden, mit dem sie sich noch Handel treiben könnte und den sie noch in die Verschuldung treiben könnte. Die Schulden der Welt sind ganz genau gleich null. Immer. Jede Sekunde genau gleich null. Ja, das ist auch eine schreckliche Erkenntnis, aber das sollte man eigentlich schon in der 3. Klasse der Grundschule lernen. Tut man aber nicht. Lernen Sie heute nicht mehr an Universitäten. Wenn ich mein Semester in Hamburg beginne und ich habe es gerade begonnen, dann muss ich das immer als erstes den Studenten erklären, weil sie selbst in einem Masterstudiengang noch nichts davon gehört haben, dass die Schulden der Welt null sind. Also das ist immer null. Diese Kurven addieren sich immer zu null auf und das ist das Schreckliche daran. Und jetzt müssen Sie sich anschauen, was in Deutschland passiert. Ich zeige Ihnen mal Deutschland früher noch nachher. Aber Deutschland heute sehen Sie alle drei Sektoren, die wir im Inland haben, Unternehmen, Haushalte, private Haushalte und Staat sind über der Null. Heißt, sie sind alle Sparer. Deutschland spart, ist doch genial. Und wir sagen ja, Frau Merkel sagt das ungefähr jeden Tag, alle müssen jetzt sparen. Alle müssen werden wie Deutschland, ganz einfach. Aber hier sehen Sie, es ist unmöglich, es können nicht alle werden wie Deutschland. Denn irgendjemand muss sich ja verschulden, die blaue Kurve brauchen wir ja, weil ohne die blaue Kurve gibt es die anderen Kurven auch nicht. Dahinter stehen 250 Milliarden pro Jahr. Deutschland versucht jedes Jahr 250 Milliarden zusätzlich zu sparen. Zusätzlich, neue Ersparnis. Zu all den Ersparnissen, die es gibt, versuchen sie 250 Milliarden zusätzlich zu sparen. Und wer muss die Schulden machen? Die anderen, die Blöden da draußen. Die müssen die Schulden machen, ist ja klar. Weil wir sind ja solid, wir wollen ja keine Schulden machen. Österreich macht der Staat ja wenigstens noch ein bisschen Schulden, aber das soll ja auch beseitigt werden, ist ja auch ganz schlecht. Weil Österreich kann sich auch völlig auf die Ausländer verlassen. Wir geben also den Ausländern unsere Ersparnisse und dann ist alles gut. Die zahlen dann auch unsere Rente davon in 30 Jahren. Ne? Klar, wenn wir sie nicht vorher für pleite erklären wie Griechenland. Ja, sehen Sie, so einfach ist es nicht. Man kann sich nicht einfach hinstellen und sagen, der Staat soll keine Schulden machen, der Staat soll sparen. Dann muss man sagen, wer soll denn die Schulden machen? Das muss man immer dazu sagen. Weil solange die Menschen versuchen zu sparen, muss jemand sich verschulden, sonst gibt es kein Ersparnis.
Also den Leuten sagen, sie sollen mehr sparen wegen Demografie, wie man das in Deutschland tut, in Österreich wahrscheinlich auch. Wegen der Alterung müssen wir mehr sparen, jeder private Haushalt muss mehr sparen, muss am besten Kapitaldeckung in der Rente einführen und der Staat muss natürlich auch sparen wegen Demografie. Ja, ist Unsinn, ist grandioser Unsinn. Ein Verstoß gegen die simpelste buchhalterischen Regeln, die man sich vorstellen kann. Weil wir brauchen immer einen Schuldner, ohne Schuldner geht es nicht. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal ein paar Ländern, damit Sie das einfach sehen. Japan, wissen wir doch, alles ein schlimmes Land. Ne? Japan hat den höchsten Schuldenstand der ganzen aller Länder dieser Welt. 250% am Bruttoinlandsprodukt, der Untergang. Oh, ist das, ne? Komischerweise sind die japanischen Zinsen noch niedriger als unsere. Ja, und Sie sehen, was in Japan passiert ist. Da sparen die Unternehmen und die privaten Haushalte, sparen beide. Im Ausland hat Japan ein bisschen was holen können. Also es gab mal ein Defizit des Auslandes sozusagen. Die blaue Kurve war unter Null. Aber auf Dauer haben sie es nicht hingekriegt. Warum? Weil der Yen immer wieder aufgewertet hat. So, was macht jetzt das Land? Was macht jetzt ein Land wie Japan, wo die Unternehmen und die Haushalte mit Gewalt sparen wollen? Was macht es? Ja, da muss der Staat Schulden machen. Es geht nicht anders. Der Staat muss Schulden machen. Und da können die Politiker reden, was sie wollen. Das ist alles Quatsch, alles Unsinn. Der Staat muss Schulden machen. Und so ist das eben für die ganze Welt. Stellen Sie mal vor, die ganze Welt, machen wir nochmal einen Sprung auf die Weltebene, wo es ja kein Ausland gibt. Es gibt ja kein Ausland dummerweise auf der Welt. Ja, auf der Welt versuchen alle Haushalte und die Unternehmen versuchen auch, Unternehmen sind heute ja auch gute Sparer. Alle wollen sparen, alle wollen Überschüsse machen, alle wollen sich nicht verschulden. Ja, dann gibt es für die ganze Welt gibt es nur einen einzigen Sektor, der Schulden machen kann. Ne? Und das ist der Staat, sonst niemand. Ist übrigens auch überhaupt nicht schlimm, wenn der Staat Schulden macht, gerade jetzt, wo die Zinsen null sind oder negativ sogar sind. Es ist vollkommen egal. Der Staat wird diese Schulden nämlich nie zurückbezahlen. Der größte Schwachsinn ist, dass man glaubt, der Staat würde irgendwann mal die Schulden zurückbezahlen. Wie kann er denn die Schulden zurückbezahlen? Weil das heißt ja noch mehr sparen zu den Ersparnissen, die es ohnehin jedes Jahr gibt, neue Ersparnisse. Und dann braucht er wieder einen Schuldner. Das ist grandioser Unsinn. Aber in Bayern, Sie sind ja hier in der Nähe von Bayern, ganz wichtig, das wichtigste wirtschaftspolitische Ziel ist, dass Bayern seine Schulden zurückbezahlt. In den USA, sehen Sie, das ist USA 70 bis 90, will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, weil wir so wenig Zeit haben. Die USA heute, da sehen Sie, was passiert in bestimmten Situationen. Wenn man ein Leistungsbilanzdefizit hat, die USA haben seit 20 Jahren ein Leistungsbilanzdefizit, das heißt, die kriegen auch noch die Ersparnisse des Auslandes sozusagen hingeschickt, dazu gegeben, zu den eigenen Ersparnissen. Irgendwann, Sie sehen Sie das in der Krise 2008, 2009, was haben die amerikanischen Unternehmen und die Haushalte gemacht, die sie bis dahin überhaupt nichts gespart haben. Nun, sie haben plötzlich angefangen zu sparen. Plötzlich haben die angefangen zu sparen. Ja, und was passiert dann, wenn die alle anfangen zu sparen? Wissen Sie, als Unternehmer am allerbesten. Ja, dann bricht die Wirtschaft ein. Ne? Bricht die Wirtschaft zusammen, ganz einfach. Weil ihre Nachfrage bricht plötzlich um 10-20% ein und dann, puff. Sie halten es nicht dagegen, oder? Investieren die Unternehmen dann auf Teufel komm raus? Nein, die machen genau das Gleiche, was die privaten Haushalte machen. Ganz genau das Gleiche. Sie versuchen auch zu sparen. Sie versuchen, ihre Bilanzen wieder in Ordnung zu bringen. Sie versuchen, sich zu konsolidieren. Genau wie der Staat. Genau wie die privaten Haushalte. Und was macht der Staat? Sie sind in einem großen, fast geschlossenen Land wie die USA, was man wie die Welt betrachten kann. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Nämlich, dass der Staat in die Vollen geht, dass der Staat massiv Schulden macht. Und genau das hat der Staat in den USA getan und unter anderem deswegen, vor allem deswegen ist in den USA die ganze Geschichte seit 2008 viel besser gelaufen als bei uns. Viel besser. Habe ich ja vorhin gezeigt am Beispiel Arbeitslosigkeit. Und dann schauen wir uns nochmal Frankreich an. Schauen Sie Frankreich an. Frankreich hat ein Defizit in der Außenhandelsbilanz. Warum? Haben wir gerade eben gesehen. Ohne seine eigene Schuld. Hat nichts mit Frankreichs Schuld zu tun, sondern allein damit, dass sie einen Nachbarn haben, der mit Gewalt um Überschüsse kämpft, der mit Gewalt darum kämpft, Überschüsse zu machen. Und die Unternehmen in Frankreich versuchen auch, aus dem Defizit rauszukommen. Und die privaten Haushalte haben zwar ihre Sparquote erheblich runtergefahren, massiv runtergefahren, sehen Sie, das ist dramatisch runtergegangen. Ja, aber was bleibt, ist furchtbar einfach.
Was bleibt? Es ist furchtbar einfach. Der Staat muss trotzdem Schulden machen, weil bei dieser Konstellation der Dinge kann er nichts anderes als Schulden machen. Und was sagen wir Europäer denn? Das ist die falsche. Ich bin noch eins weiter. Frankreich heute. Entschuldigung. Frankreich heute. Die Unternehmen machen jetzt sogar ein bisschen Schulden, aber der Leistungsbilanzdefizit ist gewaltig. Die privaten Haushalte sparen. Und was macht der Staat? Ja, er muss Schulden machen. Was soll er sonst machen? Und was sagen wir den Franzosen, was sie tun sollen? Keine Schulden machen, sparen. Aber wir sagen nicht, wie es gehen soll. Ne? Wir erklären ja nicht, wie es gehen soll. Nur wie kann man etwas verlangen von einem Land, was objektiv unmöglich ist? Sie können jetzt natürlich Ihre Unternehmen noch tiefer in die Krise treiben, sozusagen, dass die Schulden machen, auf Teufel komm raus. Machen wir aber auch nicht. Ne? Ja. Wie kann man solche wirtschaftspolitischen Empfehlungen geben? Dass die offizielle wirtschaftspolitische Empfehlung der Europäischen Kommission ist, in Frankreich, der Staat muss massiv runter von seinem laufenden Defizit. Er muss jetzt von 4% auf mindestens 3%, aber noch viel weiter runter. Im Stabilitäts- und Wachstumspakt steht, man muss systematisch runter. Aber es steht nicht dabei, was sonst passieren soll, damit es überhaupt aufgeht, damit es überhaupt logisch wird. Und da sehen Sie, wie absurd das Ganze ist. Wir betreiben Wirtschaftspolitik, scheinbar. Und die grundlegende Logik dieser Wirtschaftspolitik zugrunde legen muss, die wird einfach ignoriert. Ich war gestern erstaunt, als ich viele Dinge hörte über Digitalisierung, was es alles gibt und alles super sophisticated, die Naturwissenschaften und was da alles jetzt in der Informationstechnologie passiert, ist toll. Nur Wirtschaftswissenschaften, meine Damen und Herren, betreiben wir wie im 17. Jahrhundert. Wie im 17. Jahrhundert, wir sind nicht in der Lage, ein paar simple Zusammenhänge zu begreifen. Wie kann das sein, dass unsere Wirtschaftspolitiker sich hinstellen können und sagen können, wir müssen jetzt alle unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern? Wenn der Olli Kahn gestern hier gesagt hätte, wir müssen nächsten Samstag gewinnen, mal alle im Fußball, dann hätten wir gesagt, Idiot. Wenn Frau Merkel sagt, wir müssen alle wettbewerbsfähig werden, dann sagt niemand Idiotin. Warum nicht? Ja, ich sage das mal so brutal, meine Laune ist heute so brutal, weil wir in einer brutal historischen Situation stehen. Man muss das so sagen, weil wir müssen es begreifen. Und dann will ich Ihnen ganz zum Schluss Österreich haben wir auch noch. Sie sehen, in Österreich kann man auch sagen, ja, der Staat muss jetzt von seinen Schulden runter, klar. Muss man nur dazu sagen, wer die Schulden machen soll. Noch mehr das Ausland am besten. Ja, ist die einzige Lösung. Ne? Wenn man die anderen nicht dazu kriegt, in Österreich machen die Unternehmen auch per Saldo, sind Sparer, die Haushalte sind Sparer, was soll man denen jetzt sagen? Soll man sagen, ihr Unternehmer, ihr werdet jetzt, die Unternehmenssteuern werden verdoppelt, damit ihr endlich wieder an den Kapitalmarkt geht und Geld aufnehmt? Ist doch gut, oder? Ja, wenn Sie das nicht wollen, dann müssen auch Sie, Unternehmer, sich hinstellen und sagen, es geht nicht so, der Staat muss dann eben Schulden machen, das ist nun mal so. Anders funktioniert Wirtschaft nicht. Jedenfalls makroökonomisch. Ne? Nur bei der schwäbischen Hausfrau funktioniert es anders. Ja, mein letztes Bild. Als es noch eine Marktwirtschaft gab in Deutschland. Das ist Deutschland in den 60er Jahren, sehen Sie. War eine funktionierende Marktwirtschaft. Und warum? Nun, der Staat und Ausland haben sich ziemlich rausgehalten aus allem, haben weder Schulden gemacht noch große Ersparnisse gebildet. Ja, und wer war der Gegenposten zu den hohen, irre hohen Ersparnissen der privaten Haushalte? Ja, die Unternehmen. Die Unternehmen haben sich systematisch verschuldet und waren die Schuldner, die dann auch investiert haben. Sie haben sogar investiert. Sie haben sich verschuldet und sie haben investiert und sie haben damit sozusagen diese Ersparnisse zu einer produktiven Verwendung gebracht. Toll. Das war noch Marktwirtschaft. Das, was wir heute haben, ist etwas völlig anderes. Wir haben heute eine vollkommen pervertierte Marktwirtschaft, die nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun hat. Und deswegen müssen wir das begreifen, wir müssen es lernen, dass wir umdenken müssen, weil sonst werden wir nicht nur diese Marktwirtschaft kaputt machen mit irrsinnigen Sparauflagen, wie wir das jetzt in Europa tun, sondern wir werden auch Europa kaputt machen. Wir werden politisch noch so viel Porzellan zerschlagen, dass unsere Kinder uns fragen werden, wie konnte das passieren? Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Flassbeck. Vielen herzlichen Dank, Herr Flassbeck. Wir würden uns jetzt freuen, wenn es von Ihrer Seite Fragen gibt. Herr Flassbeck steht Ihnen zur Verfügung. Gibt es schon eine erste? Bitte schön, Herr Ebner. Ja, Sie haben erwähnt, dass die Volkswirtschaftslehre im 17. Jahrhundert frönt. Was würden Sie hier als Neuerung, die man bräuchte, sehen? Ist es vielleicht der Übergang von Einnahmen-Ausgabenrechner zum Bilanzierer? Ja, auch. Aber sehen Sie, wir müssen erstmal den makroökonomischen Zusammenhang begreifen. Ne? Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass es makroökonomisch ganz andere Beziehungen gibt als mikroökonomisch. Ich kann mikroökonomisch alles möglich sagen. Wie gesagt, ich kann dem Staat sagen, spare, auf Teufel komm raus. Aber es ist Unsinn, wenn ich es makroökonomisch betrachte. Und das müssen wir wiederbeleben. Das gibt es, dieses Denken gibt es seit 80, 90 Jahren. Das hat mit dem Namen Keynes zu tun, in der Tat, der schreckliche Schuldenmacher. Ja, aber warum hat er über Schulden geredet? Weil man darüber reden muss. Man kann es nicht vermeiden. Ne? Und deswegen müssen wir an den Universitäten, ich sage immer, Volkswirtschaftslehre müsste beginnen mit 3 Semestern, wo man nichts macht, als diese makroökonomische Logik zu lernen im Vergleich zur Mikrologik. Ich werfe hier niemand vor, dass er nur die Mikrologik kennt. Wir werden damit groß, wir werden großgezogen mit Mikrologik. Schwäbische Hausfrau im Unternehmen, alle denken, Mikro ist ja auch völlig in Ordnung. Aber es muss doch auf der Wirtschaftspolitik eine Ebene geben, die Makro denkt, weil sie für die Makroebene verantwortlich ist. Ne? Und das ist eben im Zuge der sogenannten neoliberalen Revolution der letzten 30 Jahre vollkommen untergegangen. Also wir haben die Logik beiseite geschoben, nicht nur eine bestimmte Theorie, sondern wir haben die Logik beiseite geschoben. Und das darf man in diesem Leben nie tun. Wir hätten eine weitere Frage. Eine kurze Frage. Warum wird ein Mann wie Sie, der so die Dinge so klar darlegt, so ja, enthusiastisch auch darlegt, rhetorisch hervorragend präsentiert, in Deutschland nicht gehört? Tja, gute Frage. Ja, weil es so unangenehm ist, ne? Weil ich Dinge sage, die man nicht gerne hört, weil es viel bequemer ist, eine Zeit lang jedenfalls, bis es knallt, ist es viel bequemer, dass man sich mit solchen Sachen nicht auseinandersetzt. Das, was ich hier vorgeführt habe, habe ich schon auch Spitzenpolitikern in Deutschland vorgeführt. Und was sagen die dann am Ende? Kann ich Ihnen sagen, die Reaktion ist immer die gleiche. Die Reaktion ist, ich verstehe das jetzt, was Sie gesagt haben, aber soll ich jetzt rausgehen und das sagen? Soll ich jetzt da raus zur Presse und sagen, der deutsche Staat muss sich verschulden, anders geht's nicht? Boah, nie im Leben. Ja, wir brauchen andere Politiker, sehen Sie. Ich habe versucht, mal Herrn Schelling zu sagen, aber der ist dann kurz vorher schnell rausgegangen, weil er konnte es nicht ertragen. Der Herr Hofbauer hätte eine Frage. Sie haben alle Ihre Berechnungen nur Europa gemacht, ohne Mittelost, also Ölreichtum und Sparen, beziehungsweise China. Ich meine, das runter mit den Lohnstückkosten, das letztendlich Gehälter runter, der Druck war ja, oder das Drohende war China. Wie schauen die Berechnungen aus, wenn man jetzt China dazu, ich glaube, Amerika ist da wahrscheinlich irrelevant, aber China und letztendlich auch der Spardrang Mittelost? China, sehen Sie, der große Unterschied, China war mal in einer Situation, kann man das sagen, hatten auch einen riesigen Überschuss in der Leistungsbilanz und China hat ihn abgebaut. Der ist heute auf 2-3% vom Bruttoinlandsprodukt runter, der war über 10%. China war ja in der internationalen Kritik. Heute das Land, das in der internationalen Kritik steht, ist Deutschland. Schauen Sie an, was der amerikanische, ein offizieller Bericht des amerikanischen Finanzministeriums an den Kongress von vor 2 Monaten, da ist Deutschland als das kritischste Land in der ganzen Welt, wird das angesehen als Währungsmanipulator sozusagen. Da geht es um Currency Manipulation. Also China hat es geändert. Und wie hat China es geändert? Ich kann es Ihnen auch ganz genau sagen. China hat dafür gesorgt, da hat die Regierung dafür gesorgt, dass die Löhne steigen. China hat die Regierung dafür gesorgt, dass der Mindestlohn die letzten 10 Jahre im Durchschnitt um 10-15% jedes Jahr gestiegen ist. Und damit macht man Druck auf die Löhne, aber nach oben, ne? Nicht nach unten, sondern nach oben. Und dadurch haben die mehr importiert und der Überschuss ist abgeschmolzen. Im Übrigen aber können wir uns China und die anderen Länder nicht sozusagen zu Konkurrenten hochstilisieren. Warum? Ist furchtbar einfach zu verstehen, weil die haben eine eigene Währung. Hm? Was passiert, wenn man Probleme hat? Großbritannien hat einen Leistungsbilanzdefizit von 7%. Nun, heute wird der Pfund ab, ist gut für die.
wird der Überschuss schnell, das Defizit schnell weg sein. Unser Überschuss natürlich auch. Also Länder, die eigene Währung haben, die kann man, mit denen kann man sowieso keine Lohnkonkurrenz betreiben, weil die werten ihre Währung dann ab, wenn es kritisch wird. Oder sie reagieren auch auf, mit sinkenden Löhnen, was dann niemandem hilft. Darf ich vielleicht? Aber in der Währungsunion Europas, das war eben der Punkt, in der Währungsunion, da durfte man eine solche Konkurrenz zwischen den Staaten nicht mehr betreiben, weil die Italiener und Franzosen können nun mal nicht abwerten. Darf ich vielleicht nochmal auf Herrn Hofstadter zurückkommen? Am Ende, wenn ich ihn richtig verstanden habe, wir produzieren zu billig und zu gut, deshalb zerstören wir die Europäische Union. Wenn wir das nicht täten, würden wir das nicht tun, aber würden möglicherweise gegenüber China in den letzten 5 Jahren dermaßen dramatisch an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben? Nein. Ist nicht, warum? Wenn wir in Deutschland und Österreich höhere Löhne gehabt hätten, so, dann wäre das Preisniveau in Europa etwas höher gewesen, dann wäre der Euro wahrscheinlich etwas geringer bewertet gewesen. Das wäre genau das gleiche Ergebnis. So haben wir jetzt extrem niedrige Löhne. Das funktioniert zwar mit diesen Währungsbewertungen nicht mehr so genau, weil der Markt da rumspielt mit den Währungen. Aber im Prinzip muss ein Land, was seine Löhne senkt, um wettbewerbsfähiger zu werden, muss aufwerten. Was ist denn früher mit der italienischen Lira immer passiert? Jeder weiß das ja hier noch im Raum. Warum haben die Italiener alle paar Jahre abgewertet? Nun, weil sie genau das gleiche Problem hatten. Sie hatten nämlich an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Deutschland verloren. Das war ja nicht dramatisch, dann haben sie abgewertet, dann war es wieder gut. Nur jetzt können sie nicht abwerten. Ne? Und dass man die Löhne senken kann, um das auszugleichen, das funktioniert nicht. Das habe ich jetzt dank der Zeit nicht mehr zeigen können. Aber das haben wir in Griechenland, Portugal und Spanien gesehen. Wenn ich die Löhne senke, absolut senke, und Griechenland ist der größte Lohnsenker aller Zeiten, dann gibt es im Inland eine Katastrophe, weil ich meine Inlandsnachfrage auch noch kaputt mache. Dann habe ich eine kaputte Auslandsnachfrage und dann mache ich meine Inlandsnachfrage auch noch kaputt. Und dann gibt es Arbeitslosigkeit und nicht weniger Arbeitslosigkeit. Mehr Arbeitslosigkeit gibt es dann. Wir haben noch eine Frage. Michael Hirt, unabhängiger Managementberater. Mir ist gerade was eingefallen, wie Sie das gesagt haben. Anfang des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 20. Jahrhunderts hat der Erzkapitalist Henry Ford die Löhne seiner Arbeiter verfünf- oder verzehnfacht von einem Tag auf den anderen und damit eigentlich eine Nachfrage geschaffen für das Massenprodukt Auto. Das nur als Hinweis, und das, glaube ich, bestärkt auch Ihre Aussagen. Aber ich habe eine andere Frage. Ja. Und zwar die Frage ist, wenn Sie sozusagen das beschreiben und wenn das stimmt, was Sie beschreiben, dann haben wir eigentlich ein systemisches Problem, und zwar ein politisch-systemisches Problem. Absolut, ja. Eigentlich müsste man das politische System zuerst reformieren, damit man die Sachfrage lösen kann. Ja. Wie müsste man das jetzt, wenn wir ein paar Gedanken Sie dazu haben, das würde mich sehr interessieren, was müsste man wirklich ändern, außer zu sagen, wir brauchen andere Politiker, aber wie kommen wir zu den anderen Politikern? Ja, naja gut, das ist ein komplexes Thema, aber ich will ein paar Gedanken dazu äußern. Ich glaube, in der Tat, sehen Sie, wenn Sie eine Währungsunion schaffen in Europa, ein sehr komplexes Gebilde, das einer genauen täglichen sozusagen Diagnose bedarf und täglicher Überprüfung, ob es noch funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und da kann man sich nicht auf ein paar Vorurteile verlassen und sagen, wir haben es jetzt mal so in die Welt gesetzt und es wird schon gehen. Ne? Sondern Sie brauchen im Grunde einen großen, unabhängigen Stab von Experten, die Tag für Tag diese Währungsunion anschauen und gucken, ob es funktioniert. Politiker können das nicht, um es ganz klar zu sagen. Politiker können das nicht und man sollte sie auch nicht in diese Lage versetzen, weil sie einfach vollkommen unfähig dazu sind, zu sehen, was da passiert. Diese einfache Diagnose, die ich hier mache, die gibt es schon von vor der Währungsunion. Ich habe die schon von vor der Währungsunion gemacht, weil ich gesagt habe, es besteht die Gefahr, dass es passiert. 2005 hat zum ersten Mal die Europäische Zentralbank das aufgegriffen. 2010 hätten es alle kapiert haben können und was haben die deutschen Politiker und die anderen, viele andere Politiker auch, Österreicher auch, gesagt, nichts. Wir haben nichts damit zu tun, die anderen sind schuld. Und das funktioniert einfach nicht. Das kann gerade zwischen Staaten nicht funktionieren, weil dann kommt wieder das Verrückte, dass die anderen Staaten sagen, ja guck mal, aber die wollen uns was schaden. Ne? Die wissen ja nicht, dass wir gar nicht begriffen haben, was wir tun, sondern sie sagen, die wollen uns schaden, die Deutschen wollen uns schaden, die Deutschen wollen uns dominieren. Und dann kommt sowas raus wie in England gestern. Und wie gesagt, schauen Sie nach Italien, die Bombe tickt. Und wenn wir jetzt nicht begreifen, dass wir diese Bombe entschärfen müssen, dass wir die Einzigen sind, die die Bombe entschärfen können, dann wird diese Bombe explodieren. Aber sie brauchen tatsächlich andere Institutionen, sie bräuchten eine Europäische Kommission, die wirklich unabhängig ist, ne? Die unabhängig und frei arbeitet und den Regierungen wirklich etwas sagen kann. Das existiert aber nicht, das ist in der politischen Realität nicht der Fall.
Ich habe auch eine Frage, mich würde interessieren, was ist denn Ihre Prognose, was jetzt innerhalb der EU in den nächsten Monaten passiert? Weil ich glaube jetzt nicht, dass es zu verhindern ist, dass überall die Rechtspopulisten gewählt werden, die alle extrem EU-feindliche Positionen haben. Gibt es die EU in der Form in 5 Jahren noch? Ja, das ist ja meine Befürchtung. Sehen Sie, das, es gibt ja eine große Diskussion darüber, pro EU, kontra EU, das ist aber gar nicht der Punkt. Ich bin wirklich, um das klar zu sagen, der größte Europäer, den man sich vorstellen kann. Aber ich fürchte, wir können es nicht halten, ne? weil wir so viele grandiose Fehler machen. Ne? Ich habe es ja schon beschrieben zum Teil, wie die Fehler aussehen. Und wir sind nicht mal bereit, uns ernsthaft auseinanderzusetzen. Ne? Wenn der deutsche Finanzminister oder irgendjemand von Rang nach Italien gehen würde und würde sagen, guck mal, da ist was schiefgelaufen. Wir setzen uns zusammen und wir korrigieren das jetzt. Die Deutschen tun was und die anderen tun was. Ja, dann könnte man es vielleicht hinkriegen. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern wir sagen, die anderen sind schuld, pum, aus. Und das kann nicht funktionieren. Das kann in einer Staatengemeinschaft niemals funktionieren. Es ist aber, und das ist das Schreckliche an der Geschichte, kann ich Ihnen auch sagen, es gibt in den letzten 150 Jahren ungefähr 10 Fälle dieser Art, wo die Überschussländer etwas falsch gemacht haben und niemals begriffen haben, dass sie etwas falsch gemacht haben. Weil die Überschussländer sind immer gut. Ja, weil sie immer geglaubt haben, sie sind gut. Sie haben immer an ihrer Position festgehalten, so lange, bis es geknallt hat und bis ihr Überschuss weg war. Und sehen Sie, in Österreich und Deutschland, wenn dieser Überschuss weggeht und die Europäische Union auseinanderbricht, dann knallt es aber gewaltig, dann haben wir ein paar Millionen Arbeitslose hier von einem Tag auf den anderen vor der Haustür stehen. Weil wenn Länder ausscheiden, die werden ihre Währung dramatisch abwerten und unsere Wettbewerbsfähigkeit ist futsch auf der ganzen Welt gegenüber diesen Ländern. Und tun das dann auch zu Recht. Was ich versuche, ist ja durch eine vernünftige Politik sozusagen den Prozess zu strecken. Wir müssen das wieder zusammenbringen. Diese Lücke muss weg da zwischen den Ländern. Aber man muss es strecken über 10 Jahre, 12, 15 Jahre, damit es vernünftig verläuft, damit der Binnenmarkt, positive Binnenmarkteffekte in Deutschland und Österreich ausgleichen, was wir an negativen Außenhandelseffekten haben. Dann können wir das sogar noch mit Wachstum bewältigen. So 2 Publikumsfragen hätten wir noch. Entschuldigung. Herr Professor, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das Problem, dass auf der einen Seite zwischen Lohnhöhe und Produktivität keine Marktmechanismen reagieren können und auf der anderen Seite in dieser Schulden- und Sparbilanz keine Marktmechanismen reagieren können. Und anscheinend wegen des quasi teuflischen Mixes aus Währungsunion und Stabilitätspakt. Ja. Was müsste man tun, um diese sozusagen Marktregulierung wieder eintreten zu lassen? Naja, man muss dafür sorgen, wie gesagt, man hat unter gewaltigem politischen Druck dafür gesorgt, dass in Deutschland Löhne nicht gestiegen sind oder weniger gestiegen sind. Man muss jetzt mit gewaltigem politischen Druck dafür sorgen, dass sie mehr steigen, dass sie stärker steigen. Dann kriegt man diese Lücke allmählich wieder weg. Wie gesagt, das hat dann positive Binnenmarkteffekte in Deutschland, negative Außenhandelseffekte, aber die muss man haben, die negativen Außenhandelseffekte, weil wir können ja nicht dauernd unsere Arbeitslosigkeit sozusagen exportieren. Das kann nicht funktionieren. Wir haben unsere Arbeitslosigkeit exportiert. Ne? Und deswegen müssen wir eine völlig andere Wirtschaftspolitik betreiben. Das heißt, der Stabilitäts- und Wachstumspakt muss weg und Deutschland muss Geld ausgeben. Ich sage immer, das ist ganz einfach. Der deutsche Staat kann jetzt jedes Jahr 100 Milliarden zusätzlich ausgeben. Es ist überhaupt kein Problem. Am Kapitalmarkt schmeißt man ihm das Geld nach für nichts. Er kann damit wunderbare Projekte in Deutschland oder Europa machen. Er kann ökologische Vorsorge betreiben, Infrastruktur, alles. Er kann die Wirtschaft total umbauen, dass wir vernünftig produzieren für die nächsten 100 Jahre. Das kann der Staat alles tun im Moment. Und was tut er? Er spart. Ne? Überall wird gespart. Das ist verrückt. Das ist völlig verrückt. Eine kurze Anmerkung und eine Frage. Dass Staaten, die sich verschulden, so wie USA, andere kritisieren, die sparen, ist für mich jetzt mal kein Beweis, wenn so in der Jugend der Gang Fenster einschlägt, einer macht nicht mit, ist der Böse, der nicht mitmacht. Also insofern ist das für mich mal kein Beweis. Wenn alle Staaten keine Schulden mehr machen würden, dann müsste das System ja auch funktionieren. Dann würde das Geld woanders hinfließen. Dann würden nämlich die Haushalte, wenn sie sparen wollen, in Immobilien investieren, in Start-up-Unternehmen oder Ähnliches. Also ich halte die Gleichung. Da muss sich ja trotzdem jemand verschulden. Wer verschuldet sich? Sie müssen immer sagen. Ja, da werden Leute, es sind genug Leute da, es sind genug Jungunternehmer da, es sind genug Wohnungen, die gebaut werden müssen, wenn der Staat sich nicht verschuldet. Ich würde das Geld woanders hinfließen. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass der Staat sich verschuldet. Und insofern könnte man die 60er Jahre gezeigt, wenn die Unternehmen sich verschulden, ist ja wunderbar. Eben, also insofern ist es kein Druck, dass man sagt, Deutschland muss sich verschulden, aus meiner Sicht. Doch, Deutschland muss sich verschulden. Nur wer sich verschuldet, das ist die Frage. Ja, okay. Deutschland muss sich schon verschulden. Aber nicht der Staat.
Nö, wegen mir nicht, wenn Sie Unternehmen tun, ist auch wenn das gut. Ausland seine Wirtschaft in Ordnung hätte und kein Geld brauchen würde. Nur das Ausland, das kann man nicht. Ne? Man kann nicht 100 Jahre darauf setzen, dass die blöden Ausländer sich verschulden und wir sparen. Das ja, aber nicht. Eben, die sollten sich nicht verschulden. Weil so blöden sind die Ausländer nicht. Ja, aber die verschulden sich leider, wenn sie sich nicht verschulden würden. Sie sind doch laufen doch jetzt gerade gegen die Wand, die Ausländer. Wir müssen doch begreifen, dass sie gerade gegen die Wand laufen. Soll ich sagen, jetzt lauft noch mal gegen die Wand und noch dreimal, weil wir müssen ja sparen. Aber überlegen Sie mal, Sie müssen sich mal in den Kopf eines Franzosen oder Italieners versetzen. Tun Sie das mal. Dann sehen Sie, wie absurd diese Position ist. Die ist unglaublich absurd. Schulden machen ist leichter, das ist logischer Spann. Was heißt denn leichter? Mit leichter hat es überhaupt nichts zu tun. Einen Haushalt im Griff zu haben, ist schwierig. Es geht nicht darum, im Griff zu haben. Sie müssen diese Sparströme und Schuldenströme in vernünftige Beziehungen zueinander bringen, einen Haushalt in den Griff zu haben. Das ist die schwäbische Hausfrau. Das ist die schwäbische Hausfrau. Das ist leider nicht die Welt. Das ist zu klein. Tja. Eine Abschlussfrage von meiner Seite. Wie sitzt denn, wie muss ja, man... Ja, ist schrecklich, ne? Ist schockierend, ja. Ist falsch, ja gut, schreiben Sie es mal auf. Schreiben Sie es mal auf und schicken Sie es mir. Aber richtig klar aufschreiben. Eine Abschlussfrage von meiner Seite. Wie sieht es denn Ihrer Einschätzung nach in den nächsten Wochen, Tagen aus? Worauf muss man Sie jetzt vorbereiten? Formal wartet die EU-Kommission auf ein Austrittsgesuch der englischen Regierung? Ja, wie das abläuft, ist relativ klar. Es gibt einen Zwei-Jahres-Zeitraum, in dem man solche Austrittsverhandlungen macht. Der ist, glaube ich, vorgeschrieben, auch in den Verträgen. Das heißt, die Engländer stellen einen Antrag zum Austritt und dann wird verhandelt. Und dann, wie gesagt, kann alles Mögliche rauskommen, aber das Wahrscheinlichste, was rauskommt, ist, dass die Engländer in diesem Regime bleiben, wo sie drin sind, auch bei der Migration alles Mögliche akzeptieren, vielleicht noch irgendeine Kleinigkeit hier und da nicht, aber sie wollen ja den Freihandel nicht aufgeben, sie wollen alle Vorteile, die sie haben, nicht aufgeben, also wie gesagt, am Ende werden sie in der Schweizer Position sein, dass sie 1000 bilaterale Verträge haben mit der EU, die praktisch die multilateralen Verträge ersetzen. Für England ist da nichts gewonnen. Ne? Wie sehen Sie die Position? Einerseits gibt es die politische Position, da sitzt die EU eindeutig am längeren Ast. Man braucht nur 2 Jahre warten und dann naja, ist England ein Drittstaat. Im Prinzip würde die EU an einem längeren Hebel sitzen. Das Problem ist, dass die EU selbst extrem instabil ist. Ne? Der kritische Fall ist nicht Brexit, der kritische Fall ist italienischer Exit oder französischer Exit. Das ist der kritische Fall. Und der kommt, den sehen wir doch vor uns. Wir sehen doch, wie extrem gewählt wird. In 3 Tagen wird in Spanien gewählt. Warten Sie mal ab, was daraus kommt. Wäre es da sozusagen, meinen Sie, dass es da nicht wahrscheinlich dann eher wahrscheinlich ist, dass die Europäische Kommission da ein Exempel zu statuieren versucht? Nein. Glauben Sie nicht? Andere Länder wie Italien? Nein, die werden das so friedlich wie irgendwie möglich über die Bühne bringen. Nein, weil sie ein Exempel zu statuieren versuchen, wird es ja noch schlimmer. Dann werden die anderen Länder sagen, nun komm mal, diese Irren versuchen auch noch die Engländer fertig zu machen, dann wird es noch viel schlimmer. Also das glaube ich nicht. So dumm ist Jean-Claude Juncker nicht. Herr Flasbeck, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihren spannenden Vortrag. Ja, tut mir leid, dass ich so emotional war, aber es ist ein emotionaler Tag. War vielleicht vielen herzlichen Dank.